Jetzt red doch nicht von bestellen, ich versuche gerade das nicht zu tun. Ja, Nightfan, ich bestell heute auch nicht, ne? Sondern meine Freundin. So, da hat man das gleich wieder verlagert. Das ist so eine Art von Trennkost, ne? Irgendwie auch eine Diät. Sehr gut. Retail ist gerade Flaute, genau. Wir warten alle auf 10.1.7. Der kommt Anfang des nächsten Monats, also ist nicht mehr allzu lange Flaute. Ist aber auch wieder nur ein Zwischenpatch, ne? Also viele werden jetzt, denke ich, auch eher in HC und Co. wieder versinken. Weil natürlich auch viele nur auf die neue Season warten. Die kommt dann erst mit 10.2 und ja, ist gerade wieder ein bisschen gemütlicher auch in Retail, ne? Darum kam jetzt auch HC, glaube ich, für sehr viele Spieler sehr gelegen. Das haben sie ganz gut getimt, um einfach so ein bisschen, ja, was anderes mal wieder mit beizuhaben. Wird es Crafts Army auch bei Classic HC geben? Ist nicht geplant. Nee, weil ich auch nicht damit rechne, jemals überhaupt über 20 Level hinauszukommen. Beziehungsweise, ne, demnächst ist wieder Retail-Hype. Da gehen wir dann ziemlich lange auch wieder in Retail-Only rein und. Danach bin ich mir noch gar nicht sicher, wie viel Bock ich noch habe auf Classic HC, je nachdem, wie ich auch verrecke bis dahin oder nicht, ne. Und darum hatte ich erstmal keine größeren Pläne, was das angeht. Kann sie noch ändern, aber erstmal mache ich nur so ein bisschen für die Lulz, ne, für die allgemeine Abwechslung, ohne größere Zusätze. Ruhm der Horde. So. Vorwärts zum Sieg. Ebenenschreiter Bedrohung. Ja, 7 Kraft. Schnäbel. Ist die Quest gelb? Die ist gelb. Aha, das ist ja verrückt. Was haben wir denn noch Schönes? Wir haben Blut Raptorenliebe. 12 Raptorenköpfe will er haben. Okay, auch Ruhestein könnte ich eigentlich auch mal ändern, oder? Weil im Dorf der Blutrufe bringt er mir auch nicht wirklich viel. Der Gast wird tauchen mit dem Besen. Ja, moin. Da vorne war, glaube ich, noch keine Quest. Da ging dann der ganze Mannkriegbums los. Aber hier war der Oasenteil. Herr Kaktus, hi. Also ich muss sagen, ich habe bisher keine Flaute in Dragonflight. Entweder mache ich alles richtig oder was falsch. Was ja, ich meine, wenn man Zeit sich kommen. Immer noch für irgendwas gerade beschäftigen kann, ne, dann hat man auch nie Flaute. Aber ich habe jetzt so meine Hauptziele erstmal durch und genieße jetzt ein bisschen anderen Wind, bevor ich mich wieder total verliebt mit Herzchenaugen into Retail und den neuen Stuff stürze. Oh, dann wird natürlich auch wieder gelevelt und Themok gefarmt und, ja. Aber eins meiner größten Ziele war, mit jeder Klasse alle LFR-Sets voll zu bekommen. Bin hier noch so ein bisschen an den NHC-Sets dran, aber den LFR-Teil habe ich eben fertig. Der hat auch Zeit und Nerven gekostet und darum, ja, gönne ich mir jetzt die Entschleunigung, ne, um das zu verarbeiten, was ich da so gesehen habe. Okay, das sind alle Quests, oder? Nee, da ist noch eine. Ah, da ist noch eine. Nach Ratchet werde ich auch schon geschickt. Da will ich aber noch gar nicht hin, hör mal. Ich werde hier verführt, um mit Goblins zu reden. BTK Classic, welcher Raid ist da aktuell? How? PDK, ne? Wir sehen uns da warten wieder. Jetzt alle auf ICC, wo dann auch die Questverfolgung kommen soll und der automatische Dungeon Browser zum Reinqueuen und so. Was wir ja von Anfang an irgendwie geteasert und versprochen haben. Da geiern jetzt alle auf ICC, aber da gibt's, glaube ich, auch noch keine allzu konkreten Infos, ne? Geht aber auch langsam aufs Ende zu. Was danach kommt, das weiß man noch nicht. Da kann man eigentlich nur spekulieren. Da ist noch großes Fragezeichen, ja. Ah, gucke, Bildsporen ist orange. Okay, ein Bündel Bälge. Ich habe ein Bündel Bälge, das muss nach Donnerfels. Echt jetzt? Ach komm. das muss nach Donnerfels am Arsch. Ich glaube, wir gehen trotzdem nach Klingenhügel erstmal, oder? Ich kann ja mal einen Ebenenschreiter fighten. Ich kann ja mal einen fighten. War das in Classic so, dass man automatisch losfliegt, wenn man die Quest annimmt? Nee, oder? Zum Sieg. Nee, war nicht so. Okay. Habe ich irgendwann mal geträumt. Ich glaube, irgendwo gab es eine Quest, wo das passiert ist. Aber es ist nicht der Standard. Wir gucken mal, wie sich so ein Ebenenschreiter anfühlt. Und wenn der sich kacke anfühlt, dann werden wir Klingenhügel besuchen. Und wenn ich sage, good feeling, bro, dann werden wir vielleicht hier direkt weitermachen mit dem Brachland und dann qualvoll verenden und ich werde dann eine halbe Stunde durchweinen. Geht los, Herr Ebenenschreiter. Auf Sie habe ich gewartet. Ja, der hält schon mal mehr aus. Er ist auch ziemlich schnell. Okay. Aber bist du auch bereit für das Feuer? Oh, auf das Feuer hat er gar keinen Bock, Junge. Boom. Oh, Big Hits. Big Hits. Ja, okay. Das ging eigentlich ganz gut, ha? Huh?
Das ging überraschend gut. Ich meine, ich hatte jetzt auch alles an Buffs, was ich haben kann. Aber wer sagt denn, dass wir das nicht einfach jedes Mal so machen? Problem war, glaube ich, nur, dass sie halt nicht nur Ebenenschreiter waren, ha? Wollte ich sagen, da drüben. Savannenjägerin. Geh du da nach Hause, der will sich den gerade snacken? Dann hole ich mir den da drüben, Junge. Er spielt einen Rogue. Ah, der Arme. Aber hier sind zumindest keine Vögel, die einen mit Netzen bewerfen, oder? Das ist schon mal ein großer Vorteil. Ich spreche da aus Erfahrung, Mann. Auch wenn ich wünschte, es wäre nicht so. Obwohl, das war die Pilzsporen-Quest mit dem Timer. Stimmt, da hast du einen Timer für. Ich erinnere mich. Junge. Im Grunde mythisch plus des kleinen Mannes, ne? Heiliger. Was wollten sie denn? Sie wollten Schnäbel. Schnäbelige Schnäbel wollten sie haben. Ich habe null. Junge, die Dropraten im Bracheland, ja. Die habe ich, glaube ich, aus gutem Grund verdrängt. Aber so ein Ebenenschreiterschnabel ist ja kein Zebrahufer. Deswegen waren das jetzt gerade nur die Testläufe und gleich geht das richtig rund hier. Das kann jetzt dauern. Ich fürchte auch. Ich fürchte auch. Finny, hi. Und Metalbacker mit der 34. Dankeschön. Ich habe jetzt fast ein halbes Jahr kein WoW gezockt und langsam kommt die Lust wieder. Ja, was habe ich neulich gelesen? Niemand hört mit WoW auf, nur die Pausen sind unterschiedlich lang. Das entspricht auch überraschend oft der Wahrheit, muss man sagen. Classic HC lockt mich auch sehr, aber ich befürchte, wenn ich da drauf gehe, ist jede Motivation auf WoW direkt wieder hin. Das kann durchaus ein Risiko sein. Es kann auch andersrum sein, ne? Ich habe auch Leute in meinem Dunstkreis, die meinten, hier, Classic-Scheiße, Junge, gucke ich mir gar nicht an. Dann haben sie jetzt in Retail Langeweile geschoben, weil auch ihre ganzen Mates Classic-HC zocken, haben direkt reingeschissen und sind seitdem mit dem nächsten Char dran. Wieder reingeschissen, nächster Char, ja, und blühen jetzt komplett drin auf. Also, da soll man auch niemals nie sagen, wie es so schön heißt. Aber wenn man sich selber natürlich gut genug kennt, ne, dann muss man vielleicht auch kein Risiko eingehen. Ey, Bruder, Toros, dankeschön für den Buff. Junge, noch einer. Ey, Button, geil, wir jubeln mal. Gelobt seien unsere Vorfahren. Beste Leben, ja, Mann. Okay, voll nett. Bin einfach der Gebuffte jetzt, ne? Don hat er aber nicht gegönnt. Aha, jetzt werden wir also knauserig hier. Die Dornen hat er nicht gegönnt. Na gut. Muss jetzt aber trotzdem wieder aufpassen. Wir haben ja auch Raptoren. Die sind sogar Level 13. Da wird es schon kriminell. Und ich muss auf mein Leben achten. Und jetzt nicht wieder in... Ja, ja. Wir leveln hier ganz entspannt verfallen. Weil das ist immer der Todesmoment. Das sind die Momente, wo man qualvoll zugrunde geht. Bärchen faltet davon. Weil darauf warten die Gegner nur, ne? Die Mobs, die lauern ja auch und wissen, aha, jetzt denkt er wieder nicht dran, dass wir auch böse kritten und zuhauen können. Ja, ja, ja. Aber wir sehen jetzt über Level 10, auch über Level 10 wird das tatsächlich langsamer mit dem Mana-Rack, ne? Sehr unangenehm, sage ich. Boom. Macht mega Spaß. Ja, so soll es ja sein, ne? Und selbst wenn dieser Spaß irgendwie von heute auf morgen weg ist, so, dann ist das... Dann ist das doch auch gar nicht schlimm. Dann hatte man halt ein cooles Wochenende in Classic HC. Oder in Retail. Oder wo auch immer. Ja. Das ist ja auch so ein Gedanke, von dem sich gerade viele alte MMOler, ich sag mal, schlecht trennen können. Mit Hinblick auf, ich kaufe mir jetzt ein Spiel oder ich spiele jetzt ein Spiel, fange das mit Freunden an. Und wenn ich das nicht die nächsten 12 Jahre durchgehend zocke, weil es mich so begeistert, dann ist es ein Scheiß-Game. Dann ist das Geld verbraten, aber... So ist ja Gaming in vielen Bereichen gar nicht mehr, ne? Selbst MMOs kannst du jetzt auch, ich sag mal, 3 verschiedene parallel zocken und hangelst dich dann von Season zu Season. Gibt natürlich auch da Spezialfälle. Ich zocke ja WoW auch seit TBC durchgehend, ne? Weil ich auch ein Sammler bin und ein Vieltwinker und mich für die Story begeister und. Aber auch da hat sich ja einfach eine Menge verändert, ne? Und darum muss man da, glaube ich, auch ab und zu erstmal lernen, als so alter Gamer, ja? So, ich mit fast 30, ich als Urgestein des Gamings, ja, da muss man manchmal auch neu lernen, auch einfach mal so ein entspanntes Wochenende als geil war es zu werten und nicht alles mit 15 Jahren durchgehend WoW vergleichen, ja. Das ist, glaube ich, durchaus gesund, sich das so ein bisschen anzutrainieren. Mogelok, hi. Quasi schon Gaming-Rentner, ja. Die fetten Jahre sind vorbei, ne? Scheiße, ey. Wenn ich Glück habe, treffe ich hier noch die richtigen Spells. Oh, Level 13. Ach, nee, muss nicht sein. Oder ein Raptor Level 13? Ich glaube, ich nehme lieber das Hühnchen da drüben.
Das Hühnchen, das wird mir besser schmecken. Komm mal ran, mein Schöner. So, einwandfrei. Was soll ich dann sagen mit 36? Ja, da knackt jeder Knochen, ne? Sobald man irgendwie auf der Maus was klickt, knack, Arm abgefallen. Da fühlt man sich dann auch wie so ein Verlassener. Es ist wirklich... Es ist extrem, ja. Ab 30, Junge. Oh, oh, oh. Bist du schon mal gestorben? Ja, mit meinem Allianz da. Ich habe eigentlich mit dem Rogue angefangen, aber der wollte dann nicht mehr. Der wollte nicht mehr. Kendurak mit dem 7. Vielen Dank. Danke für alles, was du hier machst. Mit deinen Lore-Sachen habe ich WoW noch mehr lieben gelernt. Wow. Das freut mich sehr zu hören. Weil das war ja damals der Ursprungsgedanke hinter meinen ersten Story-Videos. Dass ich quasi Leuten meine Begeisterung und einen anderen Blickwinkel auf das Spiel näher bringen kann. Und darum war das damals wie heute eigentlich das geilste Feedback, ja. Mega nice. Vielen Dank. Fast 30, wie süß. Oh oh. Jetzt werde ich hier, ne, zum Küken degradiert gleich. Oh ja. Gerade noch Gaming-Rentner und jetzt Gaming-Küken, weißt du? Die etwas andere Zeitreise. Geil. Wird deine Classic-Spielzeit eigentlich auch bei der Gesamtspielzeit in dem Add-on in Retail mit angezeigt? Ich glaube nicht. Nee. Ich glaube nicht, dass das tatsächlich übergreifend alles mittrackt. Das würde mich wundern. Aber gut, bei den Chars, wenn es einen dann interessiert, kannst du ja auch standardmäßig Slash-Plate machen. Slash-Plate, ja. Und dann kannst du hier natürlich bei den 2-3 Hanseln das noch irgendwie so mit aufsummieren, wenn es dann sein muss. Aber bei manchen Spielzeiten von uns fällt, glaube ich, die Classic HC-Zeit jetzt auch nur bedingt mit auf. Ne? Das ist dann eher so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber wenn man will, ne, dann könnte man so quasi probieren. Tag zusammen, vorgestern 44 geworden. Langsam knacken die Knochen. Alles Gute nachträglich auf jeden Fall. Boah, 44, ne? Da geht's auf jeden Fall schon zu Ende. Junge, nein. Hallo, da fängt's erst an. So sieht's nämlich aus. Jawohl. Auf dem anderen Server hat gerade jemand Level 60 geschafft. Cool. Also die ersten tudeln so langsam ein, ne? Ich weiß nicht, ob es alles Mages sind, die dann nur mit diesem Slow Blizzard Farm eskalieren. Auf die letzten grindigen Levelmeter. Aber Mage ist tatsächlich sehr häufig dabei, ne? Schön irgendwie Internaris Patrolle zusammenziehen, Blizzard Spam in die Fresse und gib ihm. Das ist dann eine beliebte Taktik, ja? Ich habe übrigens immer noch nicht einen Schnabel. Was ist das denn, Junge? Dabei sagt man doch so schön, halt den Schnabel. Ja, dann brauche ich auch mal einen hier. Was soll denn das? Ja, das ist ja unfassbar. Junge, ich dachte, die Zebrahufe sind das Meme. Aber was soll denn das mit den Schnäbeln? Ich bin gleich Level 70 hier und das nur vom Ebenenschreiter-Grind. Wobei man natürlich auch da wieder sagen muss, dauert natürlich auch ein bisschen länger jetzt, weil hier ja auch mehr Leute sind als gerade in der Mine oder bei den Harpien, ne? Das ist ja gerade wieder so ein bisschen Erntebehüter-Westfall-Feeling. Ja, eine Überlegung, ob wir vielleicht mal einen Meter weiter rausrennen, aber da wird es auch mit Raptoren und Co. natürlich nicht ungefährlicher, ja. Was hat es mit der Hardcore auf sich, verstehe ich nicht. Ist quasi eine von vielen WoW-Challenges, die die WoW-Community über die Jahre so hervorgebracht hat, wie Darkest Dungeon, Iron Man oder jetzt eben Hardcore. Und in dem Fall auf WoW Classic beschränkt. Und Blizzard hat jetzt eben mit offiziellen Servern reagiert, wo diese Regeln eben umgesetzt werden. Und die Regeln sind eigentlich ganz einfach, wenn du stirbst, bist du raus. Egal ob in einem Dungeon, egal ob beim Questen, egal ob mit Level 10 oder 60, wenn du stirbst, hast du quasi verloren. Und das ist im Grunde auch schon alles. Willkommen in Classic HC. Kannst du, wenn du WoW Classic startest und in der Serverauswahl bist, unten bei diesen Reiterchen Hardcore wählen. Und dann im Grunde soweit normal Classic spielen, nur mit dieser Einschränkung, dass wenn du stirbst, du den Char eben nicht mehr spielen kannst, ja. Das ist im Grunde alles, ja. Und da ruht für den einen eine unglaubliche Faszination. Und da gibt es Leute, die spielen bis Level 60, spielen die Raids, basteln sich Donner, Zorn und sonst was zusammen. Und dann hast du Leute, die loggen ein, sterben im Startgebiet, sagen so eine Scheiße und haben keinen Bock mehr. Also da geht es natürlich auch schnell in die Extreme, ja. Aber das ist so mit so einem Schnipsel Historie dazu, die Erklärung zu Hardcore. Jawohl. Den Hardcore-Modus gab es ja schon bei Diablo 2. Generell natürlich, also das ist jetzt... Ey, der erste Schnabel, Das ist jetzt nicht irgendwie eine Neuerfindung des Rades, ne, sowieso nicht, aber...
schon sehr cool, dass Blizzard auf jeden Fall reagiert hat. Hat ein bisschen lang gedauert, ne? Für viele ist der erste Hype seitens dieser Community Challenge schon halb verflogen. Aber ja, dass Blizzard reagiert, das finde ich auf jeden Fall stark. Und auch wenn man sich jetzt vielleicht für diese Challenge explizit nicht so begeistern kann, dann können ja vielleicht trotzdem aus ähnlichen Ideen auch ähnliche, boah, jetzt haben wir einen Lauf, ähnliche Projekte noch sprießen, ne? Ganz allgemein betrachtet, diese Reaktion von Blizzard ist auf jeden Fall top. Und wer weiß, was in Zukunft noch so kommt, ne? Um auch die Classic-Community bei Laune zu halten und uns Retail-Muttis auch, ne? Wenn auch vielleicht in einem anderen Ausmaß. Wenn du im Dungeon stirbst, gerettet werden geht nicht. Wenn du tot bist, bist du tot, egal wie. Egal ob durch ein Disconnect, egal ob durch Fallschaden, Ertrinken, in einer Gruppe, in einem Dungeon. Das ist tot, ist tot, ja. Das ist tot, ist tot. Das ist auch eine schöne Erklärung, oder? So könnte ich es eigentlich hier quer über den Bildschirm schreiben. Dann weiß nämlich keiner mehr, was abgeht, ja. Die Grammatik, die ist auch im Brachland verendet. Hervorragend. Geil, Junge, liebe deinen Retail-Content, aber dass du jetzt auf Hardcore unterwegs bist, gefällt mir sehr. Ja, bisschen was anderes auch mal, ne? Bin ja bekanntlich nicht der allergrößte Classic-Fan, aber so ein bisschen Nostalgie und frischen Wind, das wird natürlich trotzdem gern genommen, ne? Da sehe ich mich auf jeden Fall auch. Wenn jetzt auch nicht bis Level 60, aber bisschen reinschnüffeln, ne? Da bin ich auf jeden Fall für zu haben. Ah, das wär's jetzt gewesen, der vierte Schnabel in Folge. Das wäre bestimmt World First Schnabel 4 gewesen, aber wird nicht gegönnt hier von unseren Hühnchen. Na gut, dann ist es so. Dann verpelzen wir dich. Meppo, hi. Find schön, dass die Defias-Trapper einfach auf Platz 2 sind. Nur die Kobolde in der Mine haben mehr Kills gemacht. Dann bin ich nicht allein. Ja, das ist tröstlich. Der gute Goldgoblin, Grüße gehen raus. Der war auch in Harz hier unterwegs und war dann in Westsoll auch bei den Defias. Und war dann ein bisschen weg von den Feldern, da ist ja auch so eine Mine, ja, wer sich erinnert. Und da hat seine liebe Community ihm doch geraten, einfach in diese Mine reinzugehen. Und naja, da waren auch so ein paar Trapper drin und ich muss nicht unbedingt weiterreden, aber ja, sowohl die Aufzüge in Unterstadt als auch die Söhne von Arugal im Silberwald, wie auch generelle Höhlenviecher wie Wendigos und Kobolde, aber auch die Trapper der Defias, böse. Böse, ja. Habe ich vorhin den Clip gesehen, hat er auch nur gesagt, wer hat hier gesagt, ich soll in die Mine rein? Schön. Ja, so muss das laufen. Okay, wir brauchen eine neue Flammzunge. Und dann rein hier, ja. Hab's auf Stitches geschafft, gucken, wie weit ich komme. Ja, viel Erfolg auf jeden Fall. Warteschlangen halten sich heute sehr in Grenzen. Also wenn ihr auch anfangen wollt, kann ich nur ganz allgemein nochmal sagen, Stitches ist der vollere Server, weil sich da im Vorfeld große Classic-Gilden organisiert haben, dort gemeinsam zu spielen und auch viele Streamer-Communities da drauf sind. Wenn ihr also auf das beides nicht unbedingt Wert legt, dann kann ich euch den anderen Server auch sehr empfehlen. Da ist auch sehr viel los, aber eben nicht so viel, als dass da große Warteschlangen sind, ja. Wenn ihr jetzt also nicht irgendwie große Streamer, Gilden und Co. sucht, sondern einfach mal abends eine Runde HC zocken wollt, dann gönnt euch vielleicht lieber den anderen Server. Da gab es, glaube ich, wenn, dann nur sehr kleine Warteschlangen. Und Stitches war jetzt halt zum Sonntag, gerade mit Anfangshype, so voll, dass nicht mal mehr Warteschlangen gebildet wurden. Da kam dann so eine Meldung wie, der Server ist zu voll für eine Warteschlange. Versuchen sie es später nochmal. Also damit müsst ihr auf jeden Fall rechnen, dass das vielleicht in den ersten Wochen gerade zu so Hauptstoßzeiten immer noch mal passieren kann, ja. Aber das muss jeder für sich wissen. Ja, wer da ein bisschen gechillter ist, dem ist das dann auch egal. Und als WoW-Spieler seit Jahren kennt man Warteschlangen sowieso. Wenn die dann nicht irgendwie in 7 Stunden oder so ausarten, ne, dann macht man halt ein kleines Schläfchen im Gaming-Share und dann passt das schon. Der Gaming-Share, ja, die Gaming-Teilung, sehr gut. Kommen Sie mal rüber hier, Herr Ebenenschreiter. Wir brauchen nur noch 2 schneblige Schnäbel. Das wäre ganz toll, wenn Sie ein bisschen was dabei hätten. Und wir müssen aufpassen wegen meinem Mana, Junge. Ich will mir eigentlich immer was aufheben. Für noch so eine Notfallwelle der Heilung. Aber die Ebenenschreiter, die waren jetzt echt verlockend, ne? Da einfach nochmal drüber zu fegen, Junge. Erdschock, wupp. Und weg damit. Auf dem anderen Server habe ich noch gar keine Queue gesehen. Ja, meine ich, ne?
Meine ich. Also das ist auch gut voll, aber eben nicht so übertrieben wie hier. Ja. Da war doch gerade noch einer, oder habe ich das geträumt? Och, Junge, der geht hier einfach einen Berg hoch. Spider-Schreiter, Spider-Schreiter. Macht was immer ein Spider-Schreiter macht. Junge, Simpsons-Film ist auch schon eine Weile her. Da habe ich dieses Spider-Schwein-Meme auch so gefeiert. Da hatte ich sogar eine Jacke, wo das Schwein so mit diesen Schweinetapsen an der Seite senkrecht hochgelaufen kam. Mit so einem Aufdruck. Das war toll. Lange Zeit meine Lieblingsjacke gewesen. Bis sie dann einen Saufabend zu viel miterlebt hat und nicht mehr zu retten war. Auch geruchstechnisch nicht. Damn. Sowieso immer schön, wenn man bei so einem Grillabend ist und genau den Platz erwischt, wo die ganze Zeit der Rauch hinballert, kannst du auch deine Klamotten gefühlt mitverbrennen nach dem Abend. Toll. Ich glaube, der wird's droppen. Ich glaube, der wird's jetzt safe machen und dann haben wir unsere erste Quest im Brachland fertig. Und das Erste, was er macht, ist widerstehen. Danke für gar nichts. Butz, Erdschock. Ja, ich meine, wenn man Mana einfach rausballert wie so ein Geistesgestörter, dann geht das immer schnell alles, ne? Aber da ist die Gefahr. Das ist ein Raptor, der nur auf 12 ist, Leute. Ich glaube, mit dem trauen wir uns mal. Ich glaube, wir wagen es mal. Ich hätte es echt gefeiert, wenn man auch regelmäßig essen und trinken müsste, damit man nicht stirbt. Ja, am besten noch so Survival-Aspekte mit reinbringen, dass du auch auf Toilette musst und so. Und dann stirbst du in irgendeiner Mine, weil dein Darm platzt, weil du nicht kacken warst in Donnerfels. Junge, das wird einfach die nächste WoW-Challenge, ja. Mit so Survival-Elementen. Hardcore-Survival und dann musst du auch als Tauren nicht immer an irgendeinem Tümpel hocken und da Wasser trinken oder so. Und hast du noch so Leisten für Essen und Durst und so. Aber der Raptor ging voll. Okay, der war gar kein Problem mit Level 12, obwohl die einen Stun haben. Das macht sich halt ultra böse, wenn du die dazu pulst aus Versehen. Weil wenn du dann denkst, okay, jetzt heile ich mich oder du bandagierst dich oder so und brauchst einen rettenden Tick, dann stun die dich einfach, na und dann ist vorbei, ne? Ist wie diese Sturzflieger-Jungen, die dich dann auch von den Füßen reißen. Das kann halt wirklich unglaublich ins Auge gehen. Okay, liebes Brachland, folgendes. In den letzten Stunden meines Ali-Rogues in Westfall ging es immer um die letzten Drops. Egal ob Defias-Kopftücher, Geiferzahnlebern oder Gnollarmbinden. Ich habe 6 von 7, 7 von 8 und 9 von 10 Items superschnell bekommen. Nur das letzte hatte immer gar keinen Bock. Liebes Brachland, das ist jetzt deine Chance, uns zu zeigen, dass die Hordenquests besser sind. Und ich bin gespannt, ob das Brachland diese Chance nutzt. Wow, okay, ja, sehr gut. Propaganda geht immer, oder? Bisschen Fraktionspropaganda, Junge, kann WoW nicht aus seiner Haut. Ausgezeichnet. Eigentlich wollte ich als Paler Kirschen dann ja verlernen, sobald ich nach Westfall komme. Aber hier haben scheinbar so wenige Leute Kirschen an, dass ich mittlerweile eine eigene Modelinie mit Leder aufmachen könnte. Das ist auch geil, da bist du dann nur dabei, irgendwie den toten Schweinchen und so hinterher zu rennen, ne? Herrlich. Und sogar das Level-Up jetzt durch die Questabgabe und nicht durch den schnäbeligen Schnabel. Wahnsinn. Wahnsinn. Wenn das Survival kommt mit vollem Darm, läuft man dann schneller. Das stimmt. Gibt dann aber bestimmt auch so einen Negativ-Perk, dass du dann auch auslaufen kannst. Und dann rutscht der in deiner eigenen Pfütze aus, bist du auch wieder gestunt, ne? Also muss man dann auch so ein bisschen abwägen, was jetzt besser ist. Man lebt mit der Gefahr. Ist so. Loki mit der 16. Dankeschön. Seid gegrüßt. Na dann, Freunde der Sonne. Level 12. Ja, die Zevras. Oh nein, da ist sie schon. Lebt wohl. Da ist sie schon, die Zevra-Quest. Und ich habe schon wieder Post. Oha. Mal sehen. Nein. Das rote Hemd. Da ist es wieder. Wie geil. Ein toter Schurke wurde an der Küste angespült und hatte das dabei. Das ist Kino, Freunde. Das, was wir hier sehen, ist Cinema. Vielleicht ist das was für euch. Geil, der unbezahlte Praktikant. Er hat irgend so einen toten Rogue an der Küste Westfalls gefunden, ne? Und hat ihm das Hemd geklaut. Das scheint wirklich ein unglaublicher Kacknoob gewesen zu sein. Darum werden wir diesem Hemd jetzt bessere Dienste erweisen. Ich schicke wieder ein paar Herzchen, so. Much Love, ja, Much Liebe für diesen wunderbaren Mitspieler.
Das ist ja ein Traum, Junge. Selber hergestellt. Boah. Das ist ein modisches Statement, ja. Für den einen eine optische Katastrophe, für den nächsten dann ein modisches Statement. Adras mit dem 5. Vielen lieben Dank. Ja, geil. Ich freue mich. Das rote Hemd, das gehört schon dazu, oder? Das muss schon sein. Und jetzt ja, in dem Brief war auch ein Defias mit dem Netz. So ein Ding wird das. Oh boy. Gut, ich glaube, wir verkaufen ein bisschen. Was verkaufen wir denn? Das kann weg, mein Mantel kann weg. Leinenstoff habe ich jetzt natürlich nicht so viel bekommen, leider, ne? Oh, die sind sogar besser als meine. Zack, nehmen wir auch mit. Jeder Rüstungspunkt zählt. Weil, das waren ja jetzt nur Tiere, die haben natürlich selten Leinenstoff dabei, ne? Das muss man so sagen. Schreiterfleisch, brauche ich das? Könnte man vielleicht auch immer Hafer ticken, wenn einige kochen skillen oder so, wa? Heben wir mal noch auf, würde ich sagen. Direkt zum T-Mog-Wettbewerb, ja, ist so. Ich liebe deinen Lore-Load, leider immer zu schnell vorbei. Ah, das freut mich aber dennoch zu hören, dankeschön. Auf dass wir noch lange was zum Sabbeln haben, wa? Tja, dann könnte ich jetzt gucken, wegen den Raptoren-Dieben. Natürlich hier, Talentpunkt, ne? 6% weniger Mana-Kosten, Leute. Also gleich muss ich mir keine Sorgen mehr machen, wegen der heilenden Woge hier oder Welle der Heilung oder wie es sich schimpft. Tja, dann könnte ich jetzt gucken, ob die Raptoren tatsächlich gönnen. Und vielleicht haben wir bei den Zevras auch Glück, ne? Vielleicht. Vielleicht mal ein Only Classic-Wettbewerb. Habe ich lustigerweise auch gerade dran gedacht, ne? Beim nächsten T-Mog-Contest. Na, der nächste wird ja sicherlich Halloween sein. Oder machen wir davor noch einen? Nee. Halloween und Weihnachten irgendwo dazwischen? Weiß es gar nicht, wann wie wo am besten, aber Classic könnte man auch mal im Hinterkopf behalten. Stimmt auch ein paar coole Sachen möglich. Eine Menge Nostalgie vor allem auch wieder, ne? Ja. Eine orange Kuh, das ist neu. Bestimmt der eher unbekannte Vetter der lila Milka-Kuh, das könnte sein. Aus meinem Euter kommt Orangensaft. Statement. Tja, ich laufe jetzt hier einfach mal ein bisschen querfeld ein. Und hoffe, dass ich hier irgendwo mal ein lebendes Tier finde. Junge, hier ist ja alles tot. Hier ist ja einfach alles tot. Nur die Gazelle nicht, aber die hat irgendeine schlimme Krankheit. Das erledigt sich gleich von selbst. Was zum Teufel? Gnolde, hi. Ja, ich lebe noch, Junge. Level 12, aber wer weiß, wie lange noch. Wenn hier jetzt der Spawn langsam einsetzt, also Zevras, die waren auch relativ böse, ne? Die waren sehr, sehr schnell. Und die Zevras haben ja auch so ein Horn vorne dran. Die sind ja in WoW nicht so normal im Zebra-Modus, ne? Schau mal, also, wenn du das in die Fresse bekommst, Junge, Aber den Raptor müsst ihr doch fighten können, hör mal. Komm mal ran hier auf den Meter, mein Lieber. So, kriegst du noch einen Blitzschlag? Hoffe ich. Ah, ist ja aber wirklich flink gewesen jetzt. Dann gehen wir schön zurück, wir beide, hier zu meinem Totem. Und vielleicht droppen die Raptorenköpfe ja sogar ein bisschen geiler als die Schnäbel, ja? Weil man könnte jetzt sagen, jeder Raptor hat ja einen Kopf. Aber damit kommt man in WoW nicht, weil... Oh, diese verdammte Patrouille da hinten von den Zentauren, die gab's ja auch noch. Junge, wirst du jetzt mal umfallen? Was ist denn hier los? Hallo? Dankeschön. Junge... Was war denn er jetzt? Ein Dark Souls Boss oder was? Wo der Phase wechseln auf 10% Leben. Soweit kann ich ja leiden, hör mal. Glaube es ja nicht. Blitzschlagschild neu machen und ich glaube hier in der Gegend wieseln wir mal ein bisschen rum. Aber der Spawn hat nicht so Bock, muss man sagen, wa? Kränkliche Gazelle, da ist noch einer. Level 11, na. Wenn das kein gefundenes Fressen für den Schamanen ist... Dann weiß ich auch nicht. Ich bin sogar so mutig und sage... Tschüss, weil ich jetzt verrecke. Nee, und sage, Steinhaut brauchen wir nicht jedes Mal. Guck mal, wie schnell wir die kaputt hauen gerade. Aber der Stun, ne? Gefährlich. Also an den muss man denken, weil der kommt natürlich immer im falschen Moment. Das ist klar. Es passiert immer im falschen Moment. Durchfall. Oder eben Raptorenschwanz, ja. Schön der Feger in die Fresse. Ein T-Mog-Contest mit den Originalsachen. Ich sehe schon, wie alle fluchen, weil irgendwas nicht droppt. Ja, wenn wir das vorher ankündigen, ein paar Wochen oder so, ne, dass man dann vielleicht, oh, ein Zevra, vielleicht noch irgendwas farmen will und dann droppt das nicht. Oh, Pain, ja, Pain.
Dann wagen wir uns mal an ein Zevra ran, aber das ist ja jetzt ein neuer Gegner. Da stelle ich wieder Steinhaut, Leute. Da ist die Zeit vorbei mit mutig sein. Der Läufer. Ja, wo laufen sie denn hin? Ich hoffe ins Totenreich. Und ich sag's, wie es ist, liebes Zevra. Im Totenreich, da brauchst du keine Hufe. Ja, das ist Wissenschaft. Ah, da gibt es mir einen Zahn. Was soll das denn? Zähne braucht man im Totenreich. Ja? Es gibt doch den Totenschmaus. Mann, da hat's wieder nicht mitgedacht, ey. Sehr ärgerlich. Ein bisschen sollten wir aber raggen. Raggedy Rag und dann Blitzschlagschild into Blitzschläge. Jawohl. Aber ich find's richtig und wichtig. Nein, oh Gott. Verdammt, hier, Steinklaue, verspotte den Raptor. Hol ihn dir, Steinklaue. Ja, oh, ultra big. Okay, das könnte gut werden. Das könnte gut werden. Das haut jetzt nämlich ab. Ich wollte gerade sagen, gut, dass ich mir dieses Umgucken angewöhnt habe, Junge. In dem Moment kommt der 15er Raptor um die Ecke. Ich möchte das nicht, aber der hat zumindest nicht zweimal meinem Solarplexus hintereinander widerstanden. Ne? Das finde ich auf jeden Fall nett, Kollege. Wie viele hier gerade laufen. Und keiner von euch will dieses Zevra? Das ist ja merkwürdig. Dann nehme ich das jetzt. Hier ist kein Raptor in der Nähe, ich sag's nur. Dann ist das jetzt mein Zevra. Okay. Mögen wir es ordentlich vermöbeln. Hello there, ja, da ist es. Die Zevras kommen in Ardenwald, ich hoffe. Feuertotem habe ich noch nicht, nee, da müsste ich ja auch eine extra Quest noch für machen. Da bin ich mir noch nicht besonders sicher, ob ich mir dazu traue. Oh, was war denn der Loot? Yo. Schwere Rüstung leider, aber ein Huf dazu. Was bin ich denn hier sehend? Ja, glücklicherweise gibt es keine Bots in Classic Hardscene, ne? Da haben wir echt nochmal Glück gehabt, Mann. Das ist einfach nur eine nette Levelgemeinschaft. Ja, das ist eine Großfamilie. Die Wollnys, jetzt auch in WoW unterwegs. Hervorragend. Nun ja, die wurden bestimmt jetzt, während sie vom Wegeskreuz hier losgelaufen sind, 700 Mal gemeldet, oder? Weiß aber nicht, ob da was passiert. Ist ja immer so ein bisschen zwielichtig auch, ne? Mit Botting und Co. An sich hat der Blizzard jetzt nicht so das Problem, ne? Wenn du einfach mehrere Account-Lizenzen erwirbst, bedeutet ja einfach Kohle für sie. Hängt ja dann immer ein bisschen davon ab, was du damit machst, bilde ich mir ein, oder? Hab das selber nie interessant gefunden. Selber nie irgendwie Interesse gehabt an Multiboxen oder, aber für andere ist das Ding in WoW, ne? Und solange man sich da nicht gegenseitig irgendwie stört, dann sollen sie doch machen, was sie wollen hier. Oh, Big Heals! Dankeschön! Das freut mich aber, Junge. Ein Traum. Das war auch ein Streamer, der überträgt das Multiboxing. Siehst du, wollte ich sagen, ne? Einige, also gerade Goldfarmer und so, die gönnen sich da auf jeden Fall reichlich. Das ist so. Wenn du das Zevra-Fell zu Leder verarbeitest und damit ein Sofa beziehst, hast du die auch vermöbelt. Alter, well played. Bin gerade ziemlich happy mit der Spawnrate. Also auf den Raptor hinter mir kann ich verzichten in Zukunft. Aber hier auch die ganzen Zevras. Also wenn die jetzt auch nur halb so viel Bock haben auf das Gedroppe, dann habe ich aber nichts zu meckern. Hä? Oh, der Pulte. Oh, das sind zwei. Schnell. Ah, eine Sekunde. Ah, oh, diese Räudigen. Seht sie euch an, wie sie zusammenquesten. Diese Wahnsinnigen. Das ist bestimmt ein Pärchen. Sind so frisch verliebt die ganze Zeit. Ah, du greifst zuerst an. Nein, du lootest den Mob zuerst. Und spätestens auf Level 20 wird einer von euch sterben. Was machen sie dann? Hannelore, du musst ohne mich weiter questen. Ich weiß, das ist eine harte Probe für unsere Liebe, weil ich immer vor dir rumgesprungen bin. Aber du musst gehen. Und Hannelore sagt dann, okay, ciao. Ja, und er wollte eigentlich mit ihr von vorne anfangen, aber Hannelore hat gar keinen Bock, Junge. Hannelore denkt sich, ich gehe weiter. Nur für dich, mein Freund. Nur für dich, ja. Und so spielte Hannelore alleine Classic HC weiter, schloss sich 7 Monate allein in ihrem Zimmer ein und danach endete die Beziehung. Traurige Geschichten, darum am besten gar nicht erst in der Gruppe spielen und mir alle Mobs überlassen. Dies ist keine Solospieler-Propaganda, dies ist die Wahrheit. Ich habe kein cooles Intro, leider. Als hätte das so ein Akte X-Opening werden können oder so, aber ich habe leider keinen coolen Jingle parat. Nun gut. Dann ist das so, da ist noch ein Zevra. Der macht gerade Päuschen, oder? Der rackt gerade, glaube ich. Haha, ja, und wieder freue ich mich über die gute Spawnrate.
weil diese wunderbare Spawnrate macht es ja nicht so schlimm, ne? Wenn Leute, ganz egal in welcher Gruppe, hier auch questen, gehört halt dazu, ne? Ist ein MMO, so ist das. Einmal klauen die mir was, dann klau ich denen was, dann sind wir wieder quitt. Dann beleidigen wir uns und dann, ja, lieben wir uns. Knutschen innig. Was wäre, wenn wir uns küssten in der Brachland-Oase? So süß. Junge, aber das Zevra ist mir gerade, hör mal. Was machen die hier manchmal einen auf Endboss, sag mal? Ey, das eine fällt irgendwie um, ohne einmal zu treffen. Und das nächste so, hü, Bruder, heute mache ich aus dir Lasagne. Ja, am Arsch. Frechheit. Ey, Sandro, mit dem wunderbaren Abo. Vielen Dank, vielen Dank. Steht demnächst wieder ein Thema-Contest an. Ich denke zu Halloween erst. Bin mir nicht sicher, ob wir dazwischen irgendwo eine passende Zeit finden. Wenn ja, dann vielleicht. Aber safe wäre zu Halloween. Ja, definitiv. Dann nehmen wir hier gleich das nächste. Ich habe jetzt noch ein bisschen Angst bei den Zentaurenhütten. Aber die Patrouille rennt ja eigentlich wirklich an diesen Hütten vorbei. Die wird ja jetzt nicht hinter mir rein... Oh, oh, oh. Oh, scheiße. Okay, das... Wie laufen die denn? Das ist ja genau der Albtraum. Ach, du Kacke. Bro, genau die... Das ist... Nein. Die laufen genau da lang, wo ich... Das Save... Oh, scheiße. Das gibt's nicht. Was? Das kann nicht sein. Junge, was sind die Chancen? Dass die nicht nur zeitlich genau in diesem Moment kommen, sondern exakt dahin laufen, wo ich das Zevra bekämpft habe. Das wollte ich gerade kategorisch ausschließen. Das gibt's nicht. Ja, so ist es, ne? So ist es. Wenn du was ausschließt, dann wird es passieren. Mhm. Nummer 1 in WoW Classic. Sobald du sagst, ja, das ist nicht möglich. Das wird auf keinen Fall passieren. Dann werden sie dich holen. Sie riechen dich, sie wittern dich. Aber jetzt sind sie ja weg, ne? Jetzt kann ich mir, glaube ich, das Zevra da auch noch holen. Das ist wieder Level 14, das wird ein bisschen rumstänkern. Darum klaue ich es dem Bruder jetzt auf jeden Fall. Come on, ja, sehr big. Big, big. Dann stellen wir hier wieder suizidal, wie wir sind, ein Totem hin. Und dann muss ich jetzt paranoid überall hinschauen. War schon kurz vor der Grabrede wieder. Ja, ist so. Ist so, ist so. Aber die flitzen da auch gerade mutigerweise lang. Junge, mit diesen Patrouillen, das ist echt böse, ne? Das darfst du gar nicht unterschätzen. Hat heute ja angefangen bei dem letzten Brunnen hier, den wir gesäubert haben. Oh, oh, oh. Aber es hat ja auch gleich ein bisschen sensibilisiert, ne? Da denkst du dann schon ein bisschen eher dran. Nach so einer Nahtoderfahrung, da weißt du, ja, unsere Zentauren-Freunde, Obacht ist geboten. Dafür ist hier jetzt wieder alles restlos ausgerottet. Scheiß die Wand an. Zevra-Rufe. Na gut, wir haben schon einen. Ja, das ist schon mal mehr als die meisten Spieler, die die Quest schon 3 Tage haben. Darum wollen wir mal nicht allzu sehr meckern. Da ist wieder eins. Wieder Level 14. Das heißt, wir können uns keine Eventualitäten leisten und gehen gleich mal ran hier. Mit den Shops. Der Pala-Junge mit dem dritten. Vielen Dank. Ich habe noch nie Classic gespielt. Erstmal in Hardcore-Classic rein. Klingt nach einer super Idee. Du wirst auf jeden Fall eine sehr steile Lernkurve haben, was das angeht. Hey, auch Dropraten und Co. betreffend, aber wie gerade gezeigt, auch Patrouillen und so weiter, ne? Da bin ich natürlich längst auch nicht perfekt mit meinem Wissen, aber man lernt sehr schnell dazu. Man wird doch zügig vorsichtig, ja. Es sei denn, natürlich, man hat so gar keinen Bock drauf, dann kann man auch binnen 10 Minuten sicherlich 7 Chars verlieren. Aber so ein bisschen will man ja doch was sehen von der Welt und der Challenge und... Da kriegt man schneller, so vom Grundsatz her, auf die Kette, als man vielleicht glauben würde. Zumindest meiner Meinung nach. Der Dialog erinnert mich an eine Fanübersetzung. Was gab's hier? Eine Pfeilspitze, okay. Eines Spiels, da hat der Main-Character wirklich in jeder seiner Textboxen, wenn ihm etwas gesagt wurde, ich verstehe, gesagt. Und das stellenweise war total unpassend. Beispiel... Hier die Menschen in Monster verwandeln und wollen dein Königreich angreifen und vernichten? Antwort, ich verstehe. Und dazu ein selten dusselig grinsender Sprite und ich denke mir nur, das ist alles, was du zu der Information zu sagen hast, ja. Wir hatten nicht mehr Platz, ne? Der Synchronsprecher hatte auch keinen Bock mehr. Ärgerlich. Hab letztens zu Pokémon gelesen, war mal der, achso, Mal des Jägers, ja. Weil der Jäger da ist, deswegen hat er das.
zu Pokémon gelesen bei Generation 1, dass sie nur genügend Zeit oder Platz oder was auch immer hatten, um entweder den Spielern 3 Save-Slots zu geben oder die Möglichkeit einzubauen, die Pokémon selber zu benennen. Und sie haben sich dann für das Benennen der Pokémon entschieden und darum haben wir nur einen Save-Slot bei den Pokémon-Games. Ne? Auch interessant. Über sowas denke ich eigentlich gar nicht nach, aber finde ich immer sehr cool, wenn man über irgendwelche random Fakten-Videos, Shorts oder was auch immer, dann sowas doch ins Gesicht geworfen bekommt, ne? Kann ganz cool sein, so eine Info. Kann, muss aber nicht. Ich sehe nur Schreiter. Hör mal, die brauche ich gar nicht mehr. Oh, da ist ein Zevra neben ihm gespawnt. Zungo, du hast dein Pet nicht benannt. Darum ist es nur rechtens, dass ich dir dieses Zevra klaue. Ja, da sind wir uns beide einig. Wunderbar, wer ist da oben noch? Try-Hard-Mode, okay. Try-Hard-Mode ist auf jeden Fall auf dem richtigen Server gelandet, würde ich sagen. Aber das Zevra, das darf jetzt langsam abnippeln. Langsam, Junge. Langsam haben die Bock ja auf ein Stück von mir. Aber das gibt es nicht, hör mal. Gibt es nicht. Oh, 2 Zevras sogar, ne? Wir beschleunigen mal das Mana-Regen ein bisschen. Vielleicht kriegen wir die dann sogar beide, ha? Ist Steinhaut überhaupt das Mana wert, das es kostet? Ja, es kostet 30, ne? Erhöht? Erhöht nicht die Rüstung, sondern verringert den erlittenen Nahkampfschaden um 4. Also wenn man länger fightet, diese 4 summieren sich bei 277 Leben schon auf, würde ich sagen, wa? Klingt jetzt erstmal nicht so krass, aber für Hardcore, da finde ich das schon nicht ohne, ne? Ich mache ja auch manchmal nur 7 Schaden da, zack, mit meiner Flammenzunge oder was zerbrockt. Ich spiele gerade mit einem Twink die Dragonflight-Kampagne, Tyr's Fall. Am Ende kämpft man mit Tyr gegen die verderbten Aspekte. Denke, die werden wiederkommen im nächsten Patch. Alexstrasza als Sakaj. Das wäre auf jeden Fall interessant, ne? Wäre ein bisschen doof für Tyr, weil er dann in dieser Vergangenheit nicht so viel gerissen hätte, wie wir heute annehmen. Gerade diese Kitrax-Generäle und Diener der alten Götter betreffend, aber... Da haben wir ja auch in der entsprechenden Kampagnen-Playlist zu Dragonfly einige sehr interessante Theorien durchgesprochen. Und ich glaube auch im Podcast im Anschluss, ne? Und da gab es eine Menge, ja, Menge auch artähnliche Gedanken, die in solche Richtungen gehen, weil umsonst haben sie das natürlich nicht so geschrieben und uns gezeigt, ja. Da bleibt jetzt eben nur abzuwarten, in welchem Ausmaß sowas passiert, denn diese Verderbnis... Die kann ja aus Sicht der Ordnung auch einfach bedeuten, dass Alexstrasza keinen Bock mehr hat, dem Weg der Ordnung blind zu folgen, ja. Und dann eben sieht, dass der auch eine Menge Unheil gebracht hat und sich deswegen so ein Stück davon abwendet. Das ist ja auch schon Verrat im Sinne der kosmischen Mächte. Und ja, das dann eben ein bisschen zu dem Ausmaß, das du jetzt vermutet hast. Ganz spannend auf jeden Fall, was da an Ideen zusammenkommt und was für Wesenheiten doch ihren Auftritt hatten, ja, in dieser Questreihe. Also spannend. Spannend. Bin ich bei dir? Und die Zevras haben beide 0 gegönnt, ne? Was für räudige Schweine. Na klasse. Ich find's interessant, wie Mew es in die erste Gen geschafft hat. Nachdem das Game Debug war und das Tool dafür entfernt worden war, hatte der Entwickler noch genügend Bit frei, um noch ein weiteres Pokémon reinzusneaken. Und er hatte einfach mal damit die Legende überhaupt erschaffen. Ja, zu Mew gab es ja auch so viele Schulhoflegenden, ne? Oh boy, die guten alten Pokémon-Tage. Das war schon knackig, ja. Sag mal, die Trolljäger, was ist da denn los? Die klauen mir hier meine Raptoren, aber ich habe ja auch schon fast die Hälfte der Köpfe, ja? Da kann man sich mal drauf und dran machen, mir alle wegzuklauen. Die miese Sau. So, Steinhaut nicht vergessen. Jawollo. Und dann hoffe ich, die Zevras gönnen. Wird jetzt die Frage sein, ne? Wer gönnt zuerst? So, die Zevras oder die Raptoren? Wenn ich Pech habe, dann interpretieren die Raptoren das ein bisschen anders. Und dann gönnen die, indem sie wieder hinter mir spawnen und ein bisschen overlevelt sind, Junge. Aber auf die Art von Gönnung kann ich verzichten. Oh! Ein Werwolf-Umhang. 12 Rüstung, Bruder. Wie sieht der aus? Wait, falsch. So. Wie sieht der Werwolf-Umhang? Wow, der ist ja richtig geil, Junge. Der passt zu meinem Tigerfell an den Schultern, wa? Großartig. Da wurde wieder an alles gedacht, Leute. Heftig, heftig. Das Ding, soweit ich gehört habe, da hatte Game Freak massive Probleme mit Programmieren von Gen 2, bis wohl einer von Nintendo selbst kam, den half und dann ursprünglich so viel Platz war, dass Kanto noch reingepasst hat.
Wow, siehst du, soweit bin ich bei den Faktenvideos noch gar nicht. Bin nur bei Gen 1 noch. Aber ja, ist spannend. Ist tatsächlich spannend. Was sich damals so getan hat, gerade im Rahmen der ersten Generation, werden da ja gefühlt immer erst Jahre später solche Sachen aufgedeckt, weil früher gab es ja diesen Infoflow gar nicht, ne? Mit 10.000 Videos und irgendeinem Entwickler-Interview oder so, das gab es ja gar nicht, ne? Was ist YouTube, was ist Twitch, so, was sind Internetvideos? Das konntest du ja komplett vergessen. Ja, eigentlich nicht mal. Was wolltest du vergessen? Du kanntest das ja gar nicht. Gab es ja gar nicht. Und deswegen, ja, gucke ich da immer wieder gerne rein und lerne immer wieder was Neues zu diesen eigentlich uralt Games mittlerweile, ja. Wird hier mal irgendwas noch spawnen, was kein Schreiter ist? Hallo? Bin doch jetzt alleine hier. Was soll denn das? Naja, da ist es, Junge, wie es da steht. Hinter dem Baum versteckt es sich. Dieses Zebra. Das ist ja unglaublich. Ja, brauchst nicht in den Baum reingehen. Ich hab dich schon gesehen. Hör auf jetzt damit. Das ist nicht Fortnite. Komm aus dem Busch raus. Dankeschön. Stellen wir uns wieder an Totem hin. Der Bruder läuft aber auch sehr verdächtig da. Kurin. Kurin? Ach, der Kirschnert. Ich wollte sagen, sieht er da ein Zebra, wo ich keins sehe? Haben die irgendwie so eine Unsichtbarkeitsumhang an? Nee, nee, haben sie nicht. Der ist nur am Kirschnern. Okay. Ja, das war eigentlich ein schöner Deal, oder? Ich Kirschner? Und andersrum, er Kirschnert und ich töte, ja. Damit komme ich gut klar. Goldener Drache, hi. Aha, ein Raptor. Da ist er, der Verbrecher. Nochmal ein bisschen Bufferino. Und dann gehen wir rein ohne Konkurrenz. Und auch ohne weitere Raptoren direkt dem ersten widerstanden. So lobe ich mir das. Aber dafür hat der Rest gut gesessen. Wunderbar. Ich habe in der 5. Klasse, als Pokémon Blau und Rot kamen, mitten im Reli-Unterricht gezockt, fand die Lehrerin nicht so geil und hat meinen heiligen Gameboy Color weggenommen, bin wieder zu ihrer Tasche hin und habe ihn wieder rausgenommen. Junge, die erste Sucht, die kickt. Ja, da war ich noch gar nicht so hoch in der Schule. Ich glaube, ich war 1. Klasse, wo aber Blau und Rot auch schon raus waren. Da durfte ich dann immer mal beim Grillen oder so bei meinen Cousins zocken. Und dann war der Deal von meinen Eltern, dass wenn ich richtig gut lesen kann, so, dann bekomme ich meinen eigenen Gameboy und die gelbe Edition, die war da gerade angekündigt. Und dann hat KleinCraft natürlich Lesen so schnell gelernt wie kein anderer. Und darum spreche ich heute Hörbücher, danke Pokémon. So hat's angefangen. Ja, darum habe ich dann super schnell, super gut lesen gelernt. Und dann habe ich diesen gelben Special Edition Game Boy Color mit der gelben Edition bekommen und dann hatte ich endlich mein erstes Pokémon, mein erstes Game Boy Erlebnis außerhalb von dem fetten Grauen mit Tetris, Junge, und geil. Sehr schöne Zeit gewesen und gut gesetzter Anreiz meiner Eltern. Hatte dann zwar so ein paar Fehler im System, die ich in dem Alter natürlich noch nicht sehen konnte, weil da ich so gut lesen konnte, musste ich dann an irgendwelchen Lesewettbewerben teilnehmen und hatte deswegen natürlich weniger Zeit zum Pokémon-Spielen. Darum hatte ich mir ab da dann als Ziel gesetzt, immer Durchschnitt zu sein. Ja, immer Durchschnitt zu sein, damit du nicht so gut bist, dass du positiv auffällst und bei irgendwelchen Challenges mitmachen musst. Und auch nicht so schlecht sein, dass du nachsitzen musst oder so. Weil dann hast du garantiert immer das optimale Zeitvolumen zum Zocken frei. Ja, und das habe ich auch bis zum Abi dann ganz gut durchziehen können, ne? Und jetzt sind wir wieder im Brachland und sammeln Zebrahufe. Okay, der etwas andere Zeitriss. Bist du der Böse? Nee. Boah, zwei Zebras und ein Raptor. Und der ist nicht mal ultra böse. Was ist denn hier los? Brachland. Bist du es wirklich? Das ist ja verrückt. Drei Zebras, Junge. Was ist jetzt hier los? Zebrazählung oder wie? Große Inventur. Naja, wir metzeln uns mal langsam nach vorne. Kann mir aber nicht vorstellen, dass ich die jetzt alle bekomme, als ob hier gerade jeder außer mir mit der Quest fertig ist, Junge. Hier waren noch so viele andere gerade. Merkwürdig, aber wir beschleunigen das Raggen mal wieder ein bisschen. Yes, yes. Mini mit dem 6. Monat. Dankeschön, dankeschön. Minecraft war gerade auf der gleichen Ecke wie du, hab dich ingame aber nicht gesehen. Vielleicht bist du auf einem anderen Server? Oder wir sind einfach ein bisschen rumgelayert, ne? Rumgefaced, das kann natürlich auch sein. Oder ich bin einfach so schnell, dass du mich gar nicht gesehen hast. Bin ja Schamane, ne? Ich bin so mit Blitzgeschwindigkeit am Start. Natürlich gar nicht so einfach dann. Was ich hier zurücklege an Distanz, ne? Das schon kaum zu bemerken, sage ich, so schnell bin ich.
Oh, der fängt schon an zu kritten hier. Mein lieber Freund. Ich glaub's ja wohl. Fällst du jetzt um? Der hatte schon wieder so ein paar Anwandlungen, ne? Der wollte schon wieder seine Phase wechseln, aber dann ist ihm eingefallen, ach nee, ich bin ja nur ein Raptor. Philo, hi. Es gibt 10 Layer. Tatsächlich. Ach, gucke. Ja, da bin ich auch gar nicht informiert groß, ne? Layering, Phasing, das sind natürlich alles irgendwie Begriffe, mit denen man was anfangen kann. Und die seit ziemlich langer Zeit mit WoW verbunden sind. Ich sage nur Schattengewölbe, Phasing in Eiskrone, ne? Je nach Questfortschritt und so weiter. Und dann war Layering ja eine große Sache, wo man dann, ey, Zebrahuf mit Classic gestartet hat, um irgendwie diese Masse von Spielern halbwegs sinnig unterzubringen, ja. Aber wann, wie wo, wie viele, da kann ich auf jeden Fall nicht mitreden. Ich hatte ein bisschen Angst, dass er mir das Zevra klaut, aber er hat es nicht getan. Und Steinhaut wirkt auch hier noch, geil. Bangurubachi Arena, wenn es gut läuft, nie. Also wenn wir richtig viel Glück haben, dann niemals. Oh, warte mal. Der macht jetzt aber Schaden hier. Was soll denn das, Kollege? So haben wir nicht gewettet. Da gibt es mal noch eine Welle der Heilung für die Sicherheit. Putz, jawohl. Und dann darfst du aber umfallen, mein Freund. Ich werde doch wohl hier nicht zum Heiltrank greifen müssen. Ha? Ja, 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 ja. Na gut, für den vierten Huf. Für Huf Nummer 4, da darf man mal so ein bisschen rumstänkern, oder? Leute, wir haben Zevra-Hufe fertig. Ich kack mir ja ein. Das gibt's doch gar nicht. Können wir hier nochmal ein bisschen nachbuffen und dann ziehen wir uns mal ein bisschen Food und Trinken rein, damit wir dann hoffentlich die restlichen Raptoren noch kriegen. 5 Stück. Ja, das klingt machbar. Klingt machbar. Oder es ist No Man's Sky. Wir haben Online-Feature, man wird sich nur nicht finden. Mann, haben die diese Aussage bereut. Hoppala, ja. Ob ich das will für 3 Silber, eine Brust... Nee, da habe ich ja eine geile, ne? Bin ich mit meiner Brust eigentlich sehr zufrieden. No thanks, Smiley. So, für 3 Silber. Ja, könnten wir uns schon leisten. Aber ich bin mit meiner Brust eigentlich sehr zufrieden. Da freut sich wer anders bestimmt mehr zu diesem fast geschenkten Preis, ne? Ich will ja mit meiner Löwenbrust noch ein bisschen angeben. Fragen sich die Leute ja und tuscheln, ne? Und sagen, boah, der da hinten mit der Löwenbrust, Alter. Das war schon ein krasser Ficker, ne? Und dann gehe ich so in Slow Walk dran vorbei und winke wie der Papst, ja? Das passiert hier, wenn man Rare Loot trägt. Na, Andrea, mit der 22. Vielen lieben Dank. Jetzt spawnt hier aber natürlich nicht ein einzelner Raptor mehr, ne? Ich fürchte aber, wenn wir nach vorne gehen... Oh, good luck, fun, ja, you too, ne? Ich fürchte, wenn wir nach vorne gehen, ist noch schlimmer rund ums Wegekreuz herum... Ja, da ist einer. Gut, der nimmt mir die Entscheidung ab. Das ist super. Ich hasse es, Entscheidungen zu fällen. Das ist ein richtig dämlicher Side-Effekt von Erwachsensein. Früher haben das einfach die Eltern übernommen. Dann konnte man sich auch beschweren, wenn es kacke war. Ne, aber jetzt, bei wem willst du sie beschweren? Bei dir selber war ja deine Entscheidung. Ach, nee. Na, ist alles nicht gut, Leute. Dann geht auch in die Oase rein. Das ist auch eine super Idee. Ja, und ich pull dann einfach für die Zusatz-Challenge auch die Zentauren-Patrouille noch mit rein. Das ballert. Ja, man muss auch ein bisschen Stress dabei haben, oder? Sonst fühlt man sich nicht lebendig. Ausgezeichnet. Ich brauche mehr Raptoren. Zeigt sie mir. Jetzt kommen natürlich ganz viele Zevras. Aber der Hunter, oh, der braucht die Ebenenschreiter. Nein. Nein. Jetzt bin ich mit den... Du, bitte greif das Zevra an. Come on, Bruder. Ich weiß, du willst es. Der braucht die auch nicht mehr. Oh, das ist immer das Schlimmste, ne? Aber das ist auch so klassisch WoW, Mann. Von wegen, die ganze Zeit kloppt man sich am besten stundenlang wegen irgendeinem Item. Dann hat man es fertig und die Mobs spawnen einfach überall, nur um dich zu verspotten. Wie als wir fertig waren im Menschenstaatgebiet im Wald von Elvin mit Goldstaub und diesen Kerzen von den Kobolden. Und die ganze Zeit hat man sich mit Gott und der Welt um diese Kobolde gekloppt. Und dann komme ich raus aus der Mine und da stehen erstmal 3, die einfach niemand angreift. So eine Scheiße, Junge. So eine Scheiße. Aber ich glaube, ob ich jetzt hier rumhüpfe und auf den Spawn warte oder doch davor schaue und gucke, ob wir ein bisschen Glück haben. Ah, ja, wieder nur ein Schreiter, okay. Wieder nur ein Schreiter. Das nimmt sie jetzt auch nicht viel, weil hier ist ja gerade nur der Trollkollege, der die Vögelchen umholzt, ne? Darum ist ja, glaube ich, egal.
Man pullt sowieso 5 von denen, wenn man in die Nähe der Zelte geht. Dann muss ich mir über die Challenge ja keine großen Gedanken machen. Ne? Die kommt dann sowieso. Hervorragend. Hier haben wir nur einen Schreiter. Da sind die Löwen oder Pumas oder was auch immer sie sein wollen. Ja, und hier sind die Schreiter alle tot. Das habe ich befürchtet, aber vielleicht hatten die ja wie ich, als ich die Schreiterquest hatte, gar keinen Bedarf an Raptoren. Das ist ja durchaus eine Möglichkeit. Ich habe mich früher übrigens immer so gefreut bei langen Laufwegen, wenn ich neue Zauber hatte, dass ich einfach gespammt habe die ganze Zeit. So hüpfend bin ich dann mit diesem lauten, nervigen Geräusch durch die Gegend gezogen und habe damit meine Laufzeit überbrückt. Ja. Eine kranke Gazelle, gibt's die noch in Retail? Ich glaube, oder? Hängen die nicht auch mit einer Quest zusammen? Na gut, ob es die Quest noch gibt, weiß ich jetzt spontan auch nicht. Brachland habe ich lange nicht durchgequestet. War ich zuletzt für die Aufnahme zum Mannkrieg-Lore-Video, auch schon wieder ein paar Monate her, glaube ich. Und da musstest du doch irgendeine Salbe herstellen, oder? Um die dann zu heilen? Weiß jetzt aber auch nicht, war das hier oder war das Retail schon? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht. Doppeljump beim DH genau dasselbe. Ja, oder bei Nachtelfen, ne, um zu gucken, ob die die Rolle machen. Oder Blutelfen, diese Drehung in der Luft so versuchen zu triggern. Ich kann nicht anders, außer ihn zu spammen. Genauso. Oh, da ist ein Raptor, aber das ist ein gezähmter. Das ist Chupito, der Raptor von Licorca. Hat wer Google Translate am Start? Das ist doch wieder was Spanisches, oder? Was ist ein Chupito? Habe ich jetzt Mütter beleidigt? Ich hoffe nicht. Ist immer die Gefahr, ne? Wenn man so Hunter-Pets in anderen Sprachen hat, wer weiß, wen du wieder beleidigst, wenn du das vorliest. Chupito der Raptor. Klingt an sich erstmal süß, kann aber auch irgendeine ganz weirde Sexualpraktik sein, ne? Darum sollte man so seine eigene Mutter lieber nicht begrüßen. Weiß ich von einem guten Freund. Und hier ist gar nichts am Leben. Oh, ein Raptor, Junge. Ja, das ist jetzt aber ein Gesandter. Ein Gesandter der Raptor-Gemeinschaft, um mich für meine Geduld zu bedanken. Das gibt's ja nicht, Junge, dass hier jetzt ein Raptor mit rumkriecht und die ganze Zeit ist einfach alles tot, was irgendwie am Laufen war. Richtig nice. Der Shot, kurze. Ach, Schnaps. Ah, das ist ja auch toll. Okay, Schnaps soll das sein, ein kurzer. Sehr gut. Das finde ich sympathisch. Das ist sogar besser als meine Angst, ja. Oder das Stamperl. Was auch immer ein Stamperl ist. Was soll das sein? Eine Briefmarke? Ein Stamperl? Nee, habe ich auch noch nicht gehört. Wir bleiben beim Schnappes, ja. Ein kurzer. Da kriegt man dann Hilfe. Manchmal hilft er bei der Verdauung, ne? Junge, was hat denn der alles drin hier? Gesundheit, Rüstung, Life-Rack und Stärke. Bruder. Dafür klopfst du aber ganz schön lange auf dem Hühnchen rum hier, Mr. Stärke, ne? Hör mal, der Krieger. Level 16 und so viele Tränke, der kann ja gleich Molten Core alleine klären mit so viel Buffs. Das ist ja ein Typ, ey. Ein kleines Glas Schnaps. Achso, ist einfach auch Schnaps. Ein Stammball? Habe ich noch nie gehört, tatsächlich. Aber wieder was gelernt. Das ist geil. Wenn ich mal wieder Besuch habe und wir trinken einen kurzen, dann sei auch, hier, schnapp dir mal so einen Stammball, sage ich dann. Habe ich IRL-Bildungsstream, ja? Ehre. Um mit diesen Tränken Level 12er Mobs zu killen. Ja, Vorsicht ist besser als Nachsicht, oder wie war das? Stamper ist ein kleines Glas. Siehste, Glow wusste das. Interessant. Seht ihr. Darum ist es wichtig, Pets zu benennen. Schaut mal, was wir jetzt gelernt haben wieder. Einfach nur, weil der sein Pet anders benennt als Schwein oder Katze. Es ist so wichtig, ne? Stell dir vor, ich wäre jetzt auch Jäger. Und er hätte mein Pet irgendwie Schnitzel genannt oder so. Und dann kommt der spanische Streamer und macht dasselbe. So, hä, Schnitzel? Weiß wer, was Schnitzel ist? Und dann auf einmal alle haben Hunger auf Schnitzel oder wie auch immer. Das ist Wahnsinn. Ausgelöst durch einen Pet-Namen, ja. Darf man niemals unterschätzen, was das für Wellen schlagen kann. Mana-Probleme sind real, ja. Ich habe auch mit dem Mana tatsächlich sehr schnell gelernt, mich ein bisschen zurückzuhalten. Da ist noch ein Raptor. Lieber Varé, oh, er überlegt, ob er mir den Raptor klaut. Er überlegt, aber ich glaube, jetzt bin ich weiter dran, als dein Charge gehen würde. Ja, okay, wunderbar. Butz. Und mittlerweile bin ich ja auch hier, ne, wenn es nicht anders geht. Am Reinlaufen, Mana für Blitzschlagschild und Waffen-VZ rein und dann eben Auto-Attacks, ne. Das geht auf jeden Fall. Fredon, hallöchen. Das ist die Sendung mit der Maus, ja. Das ist Schmelke.
Schmelke kann zwar auch kein Spanisch und Stamperl kommt vermutlich aus Österreich. Und dennoch kann er Google Translate benutzen und wir haben was gelernt. Klingt komisch, ist aber so. Darum sollten wir unsere Pets benennen. Das ist die Moral von der Geschichte. Ist es wirklich aus Österreich? Tatsächlich. Also siehst du, ich habe es nur gerade für den Sendung mit der Mausflow habe ich nur schnell den Chat überflogen und irgendwer hat Österreich geschrieben. Aber ist wirklich? Ah, gucke. Aha, aha. Dann hatten einige Heimvorteile. Verdammt. Seht ihr? Übergreifend wird hier reagiert. Und das für die einzig wahre Maus, nämlich diesen Taurenschamanen. Sehr schön. Könnte jetzt bitte der letzte Raptor irgendwo sein? Oh, ich muss vorsichtig sein, was ich mir wünsche. In Bayern auch? Ah, gucke. Okay. Siehste. Und schon ist man wieder verbunden. Das Wunder der Sprache, oder? Wahnsinn. In Retail käme man im Leben auch nicht auf die Idee, im Nahkampf Gegner zu verprügeln. Hier freue ich mich immer diebisch, wenn ein weglaufender Gegner noch ein Donk-Geräusch abbekommt. Ja, ich fühle durchaus, was du meinst. Ja, in Retail, wie du sagst, ne, ist das gar nicht ein Gedanken wert. So, du kannst, glaube ich, gar nicht umgehen, wenn du jetzt nicht an der Trainingsattrappe wirklich richtig geistlos reinspammst oder so. Aber hier lernst du schon relativ früh die Vorzüge von Nahkampfangriffen, von Zauberstäben und so, ja, und sei es nur zur Überbrückung. Also, da bin ich ganz bei dir und das ist natürlich ein doller anderes Feeling, ja. Da wird es einige geben, die lieben das, da wird es andere geben, die hassen das, aber so oder so kann man sich zumindest arrangieren, ja. Man lernt relativ schnell damit umzugehen. Leute, alles was ich will ist der letzte Raptor, seid mal nicht so. Ich würde ja auch ein bisschen meinen Suchradius ausweiten, aber Brachland ist ja auch wieder so ein fließender Übergang. Und so schnell kannst du gar nicht gucken, stehst du vor irgendeiner Level 20er Donnerechse oder so. Das würde ich eigentlich ganz gern vermeiden. Oh, schau mal. Der Rogue. Der pullt mit einem Dolchwurf. Na gut, der hatte vielleicht auch Schiss, dass ich ihm der Zevra klaue, ja. Und deswegen hat er jetzt geworfen, statt in Verstohlenheit zu engagen. Könnte auch sein. 1600 in der Warteschlange. Was? So krass wieder. Oh, gucke. Das überrascht mich. Vorhin hatten wir gar keine Warteschlange. Dann so nach 17 Uhr oder um 17 Uhr rum, da waren es dann irgendwie 3 Minuten bei einigen, aber 1600? Wow, das hätte ich ehrlich gesagt nur zum Wochenende und auch nur in den ersten Tagen erwartet, aber so krass? Ja, Feierabendzeit, da habt ihr recht, aber trotzdem heftig. Ja, gut für HC an sich, ne? Gut für Blizzard. Marmeladenlecker mit dem 3. Monat. Vielen Dank. Ich hätte jetzt gerne Raptorenmarmelade. Wie sieht's aus, WoW? Kacke. Glaub, wir laufen nochmal zurück. Ich hatte vorhin ja Glück beim Zurück. Nein. Oh, bitte brauch ihn nicht. Brauch ihn nicht? Du brauchst ihn nicht. Oh, er braucht ihn wirklich nicht. Du verdammte Legende, ich liebe dich. Ja, ich liebe dich. Oh, geil. Wir werden viele Kinder zeugen, wir beide. Hast du Bock? Dieser Sidestep? Ja, na dann nicht. Okay, ich wollte nur fragen. Ja, sorry. Naja, er war jetzt nicht so begeistert wie ich. Und der Raptor ist Level 14. Das heißt, wir heilen mal ein bisschen gegen hier. So. Ja, einwandfrei. Und meine Buffs sind abgelaufen auch. Ich wundere mich hier, warum der mich so kaputt macht, Junge. Ich wundere mich, warum der mich kaputt macht. Ich habe jetzt so freudig reagiert, die Hälfte meiner Buffs vergessen, Junge. Und mit der Hälfte meine ich alle. Immer noch sicher, dass du kein Ingame-Sprachchat anhast? Das war schon beim Rauslaufen aus Sturmwind das eine Mal sehr verdächtig, ja. Vielleicht sollte ich das nochmal checken. Oder auch nicht.